Hallo, chronische Darmerkrankung und Hypnosetherapie. Ja, das passt zusammen. Oft spricht die Schulmedizin ja davon, dass Darmerkrankungen auch psychosomatischer Natur sein können. Zum Beispiel ein Reizdarm, ja, da ist das in aller Munde, aber auch bei verschiedensten Magenproblemen. Und wir kennen das ja sogar in Sprichworten. Es schlägt mir auf den Magen, ja, oder schlecht vor Angst. Oder Sie haben sicher schon gemerkt, dass Ihre Verdauungsprobleme schlimmer geworden sind, wenn Sie Stress hatten. Das bedeutet, eine klare Abhängigkeit von Stressfaktoren, also von Emotionen und Gefühlen im Inneren, ist klar vorhanden. Meine Vorgehensweise dabei ist, sich die Ursachen anzuschauen, was im Inneren, denn in der Psyche, im Unterbewusstsein, in der inneren Welt sich abspielt, was sich körperlich äußert. Und was man ja auch in diesen Sprichworten schon gesehen hat, dass der Körper eigentlich nur ausdrückt, was im Inneren in der Psyche passiert. Wenn ich das finde, darauf höre, damit arbeite und das verändere, dann ist der Körper oft nicht mehr notwendig, um sozusagen als Symptom, als Hinweis etwas zu geben, damit ich nach innen blicke. Symptome sind eigentlich wunderbar. Ich weiß, das hört sich ein bisschen absurd an, aber Symptome sind eigentlich wunderbar, sondern sie zeigen uns oft, was in unserem Inneren ist, was uns nicht bewusst ist. Wenn ich das mir bewusst mache, damit anfange zu arbeiten, verstehe, was ist der Stress, was kann ich nicht verdauen, was schlägt mir auf den Magen, sagt ja sogar schon das Sprichwort, dann kann ich mein Leben so verändern, dass meine Verdauung damit kein Problem oder viel weniger Probleme damit hat. Bei weiteren Fragen dazu, gerne können Sie mich kontaktieren. Ihr Heilpraktiker Adrian Schmiede.